Und jetzt geht's los mit unserem Patch vor der Deinhütte, ein neues Video. Let's go. Guckt euch den Titel an. Sascha, ich liebe dich, Alter. Ich liebe dich einfach. Let's go, Alter. Pietro Lombardi auf dem Thumbnail. Ich bin gespannt. Let's go. Wir gucken uns jetzt LKSHDFJSDHF an. Ja, ist ein sehr starker, auch suchoptimierter Titel. Den kann man gut finden, wenn man danach sucht. Let's go. An meiner Uhr sind viele blaue, schöne Diamanten. Sieht man das? Es ist der neue Trend. Uhren dürfen gefühlt an der Oberfläche nicht mehr Gold oder Platin sein. Nein, sie müssen iced out sein. Ich habe das Gefühl, dass Justin sich sehr bald ein Haustier ziehen wird. Natürlich iced out, denn Justin hat auch mal wieder neulich zugeschlagen. Justin hat sich neuen Schmuck gegönnt und zwar... Ich öffne erst mal. Habe ich gesehen, ein Ring war das, auch iced out. Leute, ohne iced out, ohne mich, sage ich immer. Deswegen trage ich auch nur den heftigsten Bling Bling. Den Ring, weil... Der ist tatsächlich iced out. Nach der Uhr, nach der Kette, kommt jetzt der Ring für den kleinen Finger mit der berüchtigten Frage. Sieht man das? Sieht man das? Ich muss sagen, Real Talk, Justin hat einen komplett anderen Lifestyle als ich. So Statussymbol und so ist ja nicht mein Ding. Aber Justin ist ein Ehrenmann. Ich sag's euch, wie es ist. Ohne diesen Justin, was viele nicht wissen. Ohne Justin wäre ich nicht auf YouTube heute. Er ist der Grund, warum es den Kanal Ungespielt gibt. Glaubt ihr mir das? Er ist der Grund. Er hat mich dazu überredet, den Kanal Ungespielt zu gründen damals. Ohne ihn gäbe es kein Ungespielt. Und er ist wirklich ein Ehrenmann. Letztes Mal hat sich bei mir gemeldet und gesagt, yo, wenn du in Deutschland bist oder wenn ich mal auf Madeira bin, lass mal Kaffee trinken gehen. So, er ist ein Ehrenmann. So, falls ihr es nicht wisst, ich muss euch kurz was zeigen. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz was, okay? Eine Reise in die Vergangenheit. Also dieser Justin hier, wo ihr denkt so, hä, der macht Mode, der passt überhaupt nicht zu dir. Der Boy hat mich dazu damals überredet, den Kanal Ungespielt zu gründen. Und ich zeige euch auch, wie das Ganze abgelaufen ist damals. Und zwar, ich drücke jetzt mal auf Sortieren nach, Älteste zuerst. Und jetzt schaut euch mal das allerälteste Video an. Ist das das doch? Ist es das? So, 2000 Frames war es gerade. Oh mein Gott, das Video hat einfach 172.000 Aufrufe. Alter, wie viele Leute auf meinen Kanal gegangen sind, einfach nur um zu gucken, welches mein ältestes Video war. Digga, das ist krank. Okay. Musste ich auch was bei Options einstellen? Nein. Hört diesen kleinen Jungen im Hintergrund, hört diesen kleinen Jungen. Achtet mal auf die Stimme von diesem kleinen Jungen im Hintergrund. Nein. Wir haben noch im Skype den Justin von SupremeFX, also mein Designer. Den Justin von SupremeFX, der war damals mein Designer. Designer. Hi, Leute. Und wir haben noch den John von Lexa News. Hallöchen. So, wir sind hier gerade zusammen. Er war einfach zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt, der Justin, und hat mich überredet, einen Let's Play-Kanal zu starten. Er hat mit mir die ersten Minecraft-Videos. Hier, das ist Justin. Das hier, dieser kleine orange Yoshi-Skin, dieser Typ hier, das ist Justin. Da war er 13 oder so. Wusstet ihr das alle? Viele wussten es nicht. Krank, oder? Das ist wirklich, ohne Witz, das ist wirklich Justin gewesen. Und er hat mich überredet, mit Minecraft anzufangen. Ohne ihn hätte ich dieses Tattoo hier da heute nicht. Arschloch, Justin, wegen dir habe ich das scheiß Emerald auf dem Arm. Nein, Spaß. Also ohne Justin hätte ich mit Minecraft nicht angefangen. Ohne Justin hätte ich mit Ungespielt nicht angefangen. Ohne Justin gäbe es diesen Kanal hier nicht, wahrscheinlich. Aloha und hey. Aloha und hey, oh mein Gott, diese alten Videos. Das ist der Cringe des Todes. Ja, auf jeden Fall. Justin hat gerade gesagt, komm, lass uns in Hunger Games gehen, ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Und ich kenne mich mit Hunger Games einfach gar nicht aus, ich bin der absolute Ober-Noob. Und dann würde ich mal sagen, Rockmasting. Okay, es geht los. Ja, und starten. Okay, es geht los. Oh mein Gott, Justin, Alter, seine Stimme. Ey, Jungs, das war einfach Justin. Das war sein alter Kanal. Supreme Games. Yo. Kurze Reise in die Vergangenheit, ne? Ich sehe gar nichts. Die ganze Nacht auf Tour. Ich bin eigentlich kein Ringträger, aber jetzt, wenn es Eis auf dem Pinky Ring gibt, dann ist es auf jeden Fall... In Ordnung. Ich bin eigentlich nicht der typische Hauskäufer, aber wenn es Eis auf der Fassade gibt, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Das denke ich auch jedes Mal, wenn ich mir ein neues Haus kaufe. Okay, wenn Diamanten drauf sind, kann man auch mal überlegen, zuzuschlagen. Was? Was? Hans hat mein Dorf angegriffen. Pietro, Bruder, gib Bescheid, wenn ich dir Rücken geben soll, wenn Hans nochmal dein Dorf angreifen sollte. Wenn ich neue Bilder machen will, muss ich alte Bilder löschen. Wenn wir schon beim Thema Werbung sind. Was? Hans hat mein Dorf angegriffen, Alter. Junge, Pietro, von welcher deiner Freunde heißt Hans, Alter? Wer eignet sich perfekt für App-Placements? Bis auf ich natürlich. Richtig, Tim Gabel. Tim ist jemand, der hat ein Placement. Und ich sag mal so, das Video hat relativ normal angefangen. Fände es übel nice, wenn du noch ein bisschen mehr Bein zeigen könntest. Bis dahin, alles normal. Tim, zeig mal wieder ein bisschen Bein. Baby, komm, wir gehen. Dann geht's auch wieder ganz normal weiter, bis plötzlich. Kollege, es hat draußen safe immer noch 30 Grad. Und es ist ein 1 Uhr nachts. Das heißt also, der Knockness-Level hier ist gerade over 9000. So, Freunde, damit aber erstmal so eine richtige tiefe Spielmotivation tatsächlich entstehen kann, braucht man heutzutage A, eine komplexe Spielmechanik und einen Takt. Warte, warte,
Warte, was? Ist das Original das Video? Die fangen einfach so ein Video an und plötzlich sagt er so, ja Leute, damit eine komplexe Spielmechanik entstehen kann, so einfach so von 0 auf 100 aufs Placement. Ehrenmann, Alter, Ehrenmann. Tim, niemand, absolut niemand. Tim, richtig tiefe Spielmotivation. Aber erstmal so eine richtige tiefe Spielmotivation tatsächlich. Nachdem wir jetzt Werbung für Apps und für Schmuck gesehen haben, fehlt natürlich jetzt noch Werbung für eine ganz bestimmte Rubrik. Ach du Scheiße, wie fange ich das an? Am besten gar nicht. Ich darf mir heute einen Dreh am Set live anschauen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, warum schaut er sich jetzt einfach diesen Dreh an und warum steht auch links oben Werbung? Wenn ihr über 18 seid, dann klickt mal diesen Link hier, www.tiefespielmotivation.tatsächlichentstehenkann. Und dort findet ihr dieses Video plus Bonusmaterial komplett unzensiert. Es ist Next Level. YouTuber machen Werbung für Schmuck, für Apps. Alles in Ordnung, alles gesehen. Jetzt mittlerweile auch für andere Filmchen, sage ich. Ehre, einfach nur Ehre. Alter, dieses Video von Master Scorpion war auch dieses anders Unangenehme. Also der Hollywood-Schauspieler, der in diesem Film zu sehen war, ich sag mal so, ganz anderes Level. Mal natürlich an alle 18-jährigen Zuschauer nur von Marcel, bitte da draufklicken. Ja, nicht diejenigen, die unter 18 sind. Also ich denke mal, das wird für das ein oder andere Leckermäulchen doch sehr interessant sein. Oh mein Gott, das wird für das ein oder andere Leckermäulchen. Niemand, Marcel Scorpion, das wird für das ein oder andere Leckermäulchen doch ganz schön interessant sein. Muss los, Alter. Das wird für das ein oder andere Leckermäulchen sehr interessant sein. Da gehen Grüße raus an Marcel. Digga, es ist wirklich Next Level. Ich bin gespannt, für was der nächste YouTuber Werbung machen wird. Es gibt keine Grenzen. Die Möglichkeiten, es ist unendlich. Dieses Placement-Game ist mittlerweile unendlich. Falls irgendjemand was sehr Abstraktes hat, für mich kann es sich einfach gerne bei mir melden. Damit würde ich sagen, Leute, bin ich mal wieder komplett raus. Ich bin komplett bedient worden. Ich will nicht sagen, dass ich auf den Link klicken werde, den Marcel mir da geteilt hat. Aber zu meiner Verteidigung, ich bin über 18. Verdammte Scheiße. Damit... Es ist eigentlich so traurig. Oh mein Gott, es ist eigentlich so traurig, aber auch so lustig. Oh mein Gott, ich habe Olli Leben zerstört. Würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Wenn ich neue Bilder machen will, muss ich alte Bilder löschen. Kennt ihr den Typ, der sagt, wenn ich damals nicht angefangen hätte zu trainieren, dann würde ich jetzt nicht Beton heißen, sondern Pudding. Einfach Ehrenmann. Oh mein Gott, okay, starkes Video. Vielen Dank für die Empfehlung, Leute.